Gucke, tu doch etwas! Ja, ich versuche es, aber ich bin leider zu dumm. Krücke! Dein, mein Blut geht an der Du bist der Krieger, du musst uns da rausretten. Hier. Nee, ich war der Tank! Ja, willkommen zurück, meine Freunde, zur mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wievielten Folge von Trine. Ich glaube, wir sind jetzt in den Katakomben oder Krypten der Verdammnis oder Verdammten. Der Krücke müllt hier schon wieder alles voll wie auf dem Schrottplatz. Meine Güte, Krücke! Was ist los mit dir? Was denn Scheiß? So, go, go, go. Lang genug. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Und das heißt auch mit deinen ollen Pappboxen da. Na, nice. Was war das denn? Mit denen hier? Ja, genau. Mit denen da, Alter. Das ist Säure. Das ja, gut, dass du reingesprungen bist. Ja, ich habe mir schon mal getestet, damit du sicher drüber gehen kannst. Guck, was ich hier für ein geiler Typ bin. Zack, zack, zack. Hast du gesehen, Gecko? Hast du gesehen, Alter? Wir sind bestimmt an 100 Schätzen oder so. Warte mal, da oben liegt, glaube ich, was, oder? Ich habe hier schon mal direkt, zack, Feuerbogen für die Diebin gefunden. Der wird verkauft. Oh, nice. Die Dunkelheit ist unertragbar. Ich habe gesehen, die Fackeln mit Feuerwellen angezündet haben. Weißt du das? Feuerwellen? Die sind nicht gut. Die funktionieren nicht und sind reine Zeitverschwendung. Kann sein. Ich hätte es wissen sollen. Ich kann die Fackeln mit den Feuerpfeilen anzünden. Ich kann eine Fackel bringen. Kann es sein, dass dein Zauber mega nutzlos ist, Krücke? Nein, ich kann Kisten machen. Ja, und du kannst keine Feuerwelle schießen. Oh, Scheiße. Krücke, Gecko ist... Also, danke, danke. Gecko, es ist also nicht so, wie du denkst. Das war... Ist es nicht so, ja? Nein, es ist wirklich nicht so. Ich wollte das... Also, Es ist also wirklich nicht so, dass du mich einfach so in einem Säurefluss eingesperrt hast. Nein, nein. Also so wie du das anhörst, also so, wenn du das so sagst, hört sich das ja ziemlich dumm an. Was ich als, also, nee, das war nicht so. Das war, weil, guck mal, Krüger hat das ja auch so nicht gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Ja, siehst du? Weg, spring. Ah! Was denn? Hilfsmenü. Gilt wohl nicht für mich, nee, ist für den Assassin. Du bist ja gerade von so einem Skelett. Ja, ihr macht das schon, oder? Die Skelette sind aber da oben, wo du hingegangen bist gerade. Ich schmeiß einfach alles wieder mit Abfall zu. Ja, ich merke das schon. Ui. Oh, du hast dein Mützchen verloren. Meins? Meins, meins. Nice. Es sah sehr traurig aus, Gecko, Krücke, wie du deine Mütze verloren hast. Ach komm, da hilft keine Gewalt, da hilft dir nur raus. Gewalt, ich habe beim Bund gelernt, Gewalt ist immer eine Lösung. Es ist zwar nicht die beste Lösung, aber es ist immer eine Lösung. Was war das denn bitte? Was ist denn da unten? Ach, vielleicht war da, ich, also, es kann sein, waren da Stacheln? Nee. Ach, Kisti geschmissi. Kisti geschmissi. Oh. Oh, oh, ich will nicht wieder sterben. Nicht? LOL! Was zum... Hat anscheinend... Mein Wunsch wurde offensichtlich nicht erfüllt. Ja, ich... Was war das denn jetzt gerade, bitte? Da war so Säuregümmelkram auf dem Fußboden. Ach so. Ja. Hier kann man beobachten den Gecko in seinem natürlichen Habitat. Also, ne? Er springt auf Kisten rum. Und, ja. Gecko, du hättest nur diese eine dämliche Truhe erwischen sollen. Das hast du noch nicht mehr hingekriegt. Ja, bitte. Da oben war noch einer, das weißt du. Ja, das weiß ich wohl. Was? Na, Gott sei Dank. Voll gecheatet, Alter. Ja. Voll gecheatet, denkst du, das Mann. Ist beeindruckend gewesen? Das war gar nichts. Weiß. Mal kurz hier links und dann, ne? Sachen anhalten und sowieso. Errungenschaft freigeschaltet, au. Whoops. Aha. Da oben ist hier wieder. Du schmeißt schon wieder mit deinem Abfall, Alter. Was wolltest du sagen? Was ist wo? Achtung, da, hier kommt so ein Skelett. Da oben.
Schmeiß hier mal was auf den Kopf. Alter! Versuch nur, mich am Kampf zu beteiligen. Ja, genau, Alter, auf Seiten der Gegner. Ganz schön dunkel. Ja, du musst mal gucken, ob da ein Mottenpuff, ob da irgendwie... Guck mal, ob es da weitergeht, Kiko. Achtung. Ja, nice. Ja. Ich sehe nichts. Fackeln anzünden! Oh, nice. Ja, hier unten sind zwei Erfahrungs... Ich hab doch gesagt, ich hab auch nicht gesagt, du sollst da runterspringen, damit du stirbst, sondern weil ich mir sehr sicher war, dass da was ist. Ja. Erwischst du alles oder brauchst du unsere Hilfe? Nö, im Moment sieht's eigentlich nicht aus. Oh, nö, ich brauch keine Hilfe, ich bin so toll. Ja, ansonsten hier sperrt mich der Affe wieder in irgendeinem Lavafluss ein. Oder? Bitte was? Kann passieren, ja. Erstmal war das keine Absicht und zweitens war das Säure. Du machst das immer viel schlimmer, als es wirklich war. Ja. Ups. Nee, was ist das? Funktioniert das nicht. Aber es funktioniert auch nicht, wenn du mir den Kack auf den Kopf schmeißt. Ja, ich versuch doch, das da oben runterzuschubsen. Kannst du da unten nicht durchhauen? Ah, ne, muss auch von hinten rum wahrscheinlich, wa? Nee, guck mal hier, easy! Hupst mich nicht da runter, mein Freund. Ja, du bist so ein Wichser. Aber du hast es Gott sei Dank nicht geschafft, Mann. Ich wollte es auch gar nicht, also... Nein, niemals. Also ihr denkt immer so schlecht von mir, das tut mir echt ein bisschen weh. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das hier... Oh, scheiße. Ich glaube, ich kann die Treppe reparieren hier. Ja, mach du mal. Leute, Felix, schlag mal den Scheiß kaputt, bitte. Ah, jetzt darf ich. Guck mal hier. Plug and Play ist das, nennt sich das nämlich. Ach so. Nein. LOL! Was? So Plug and Play war das aber gar nicht. Jetzt aber nur nicht über eine Brücke laufen. Na. LOL! Was zum... Alter! Oh, scheiße. Ja. Oh, scheiße. Was du da für eine Kackbrücke gebaut hast. Ah! Und du hast mir schon wieder Planken auf den Schädel geschmissen! Ich war gerade im Kampfmodus. Ja, im Kampfmodus. Was sind das hier für Steine hier? Alter, du mit deinem Planken, Mann. Ja, ne? Der nervt, der Typ, Alter. Was ist das eigentlich für ein Stein da? Der leuchtet so. Leuchtestein? Weiß nicht. Oh. Gefunden. Oh. Leuchtestein, ja. Leuchtestein. Ja, ich kann dir eine Kiste entgegenschmeißen. Ja, genau. Tolle Wurst. Du Sau. Nicht nur Felix kann andere sabotieren, ich kann das auch. Ich helfe immer nur, wo ich kann. Warum springt denn der Hundebock da nicht mehr beim zweiten, ey? Okay, nee, hier ist doch alles safe. Beziehungsweise genau das Gegenteil, weil da unten ist eigentlich ein Dings. Warte mal, ich kann das ja mal hier wegmachen. Ach, da hinter der... Oh, Entschuldigung. Kommst du da unten hin, ohne zu sterben? Ja. Nice. Ich komme auch! Oh, jetzt bin ich, glaube ich, trotzdem tot. Nee, warte mal. Nee, das hat nichts geholfen. Sekunde. Ach, scheiße. Hat nicht ganz so funktioniert, aber hier ist direkt schon wieder ein Dings. Aber wir behalten dich in guter Erinnerung, Gecko. Ja. Glaube ich, du dumme Sau. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ich war diesmal wirklich mega unschuldig an einem Tofu, wollte ich sagen. Ja, immerhin sterbe ich nicht alleine. Ja! Ich hätte es vielleicht überleben können, aber da war irgendwie wieder so eine Planke im Weg. Oh, ein Schwein. Was für euch? Ein Schweinemann. Alt, lol! Ja, der hat uns mal gut gefistet, Alter. Alter! Alter lol! Was zum... Der hat uns auf jeden Fall gut einen besorgt. Ja, Alter, ich mag's aber nicht, wenn mir einer besorgt wird. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe. Aua. Man muss sich auf seinen scheiß Rücken schlagen. Ja. Auf zum Schloss! Was ist... Krücke, tu doch etwas! Ja, ich versuche es, aber ich bin leider zu dumm. Krücke! mein Blut geht da. Du bist der Krieger, du musst uns da rausretten. Hier. Nee, ich war der Tank. Da, hast du gesehen?
Durch Skill. Und er mit seinen Kisten, Alter! Er schmeißt die Kisten immer in den Weg. So nicht sagen. Kann man hier runterspringen? Kruzbe. Oh ja, oh, hier unten ist auch was. Also, da drunter ist ein Erfahrungsding. Links, jetzt links. Ich glaube, ihr bleibt da unten, wa? Ich bin sowieso gerade verhindert. Kann ich hier schon ins Ziel laufen oder musst du noch was einsammeln? Weil ich glaube, hier ist das Ende. Ich habe jetzt gerade was eingesammelt, habe noch einen Hebel umgelegt. Ein Hebel? Hier unten war noch ein Hebel, ja. Ja, dann lauf mal zurück, Krüger. Ob da nicht was war und wieso und wer möchte mich... Weil, also das sieht nach Ende aus, oder? Vielleicht ist ja auch kein Ende, ich weiß es nicht. Möchte mich jemand wiederbeleben? Lauf einfach mal weiter. Nö. Danke. Ah, doch. So, okay. Kein Problem. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt. Das ist eine Kindheit, Mann. Eine gute Kindheit. Ja, ich merke das schon, ey. Jetzt sind wir den einsamen Burgverliesen. Ja, aber wir können auch im Prinzip hier dann schon diese Folge beenden. Ist die halt kürzer, aber das passt ganz gut. Dann fangen wir mit der nächsten halt, mit dem nächsten Abschnitt dann direkt gleich an. Ja. Wir machen direkt im Anschluss weiter und ihr seht uns dann, so es euch gefällt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.